Ivan Goll war ein deutsch-französischer Dichter. Ivan Goll und seine Frau, die deutsch-französische Schriftstellerin und Journalistin Claire Goll, lebten und arbeiteten über viele Jahre zusammen. Als Pazifist vor dem Wehrdienst fliehend engagierte sich Ivan Goll in der Schweiz im Rahmen einer Gruppe um Romain Rolland und Henri Guilbault und lernte die deutsche Journalistin Clara Eichmann kennen. In Zürich pflegte er den Kontakt mit Köpfen der Starder wie Hans Arp, Tristan Tzara und Francis Pigalle. Ivan und Claire Goll gingen 1919 nach Paris, wo sie heirateten. Zunächst stark vom deutschen Expressionismus beeinflusst, wurde Ivan Goll zu einem der Wortführer des französischen Surrealismus. Die gemeinsame Wohnung wurde Treffpunkt künstlerischen Lebens. Chagall, Léger, Picasso, Braque, Joyce, Malraux, Breton und Guide. 1939 flohen sie ins New Yorker Exil und kehrten 1947 nach Frankreich zurück. Dort starb er in einem Vorort von Paris im Alter von 58, Claire in Paris mit 87 Jahren.